Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer lieber Odo, und wir sind zurück bei Victoria 3 mit Österreich. Yay! Das letzte Mal haben wir den Krieg gegen Ägypten gewonnen. Wir haben einen weiteren kleinen Auftrag gekriegt, nämlich The Whale Protectorate. Die one of these. Okay, wir haben das erfüllt, wenn will complete if Egypt is a subject of Ah, okay, gut. Also wir müssen dann eh relativ bald den Krieg mit ihnen machen und sie zu Puppets oder sowas ähnlichem machen. Subject. Muss jetzt mal nachschauen, wie Subject definiert ist. A country whose autonomy and right to self-determination is limited to varying degree by an overlord. Subject relationships are a type of diplomatic pact that countries can be asked to join or forced into with a diplomatic The precise effects depend on the type of subject, include being forced into their overlord's market, having to give up part of their treasury's income, decreased prestige, the inability to start your own diplomatic plays or freely decide which side to support in, inheriting the overlord's ruler as your head of state. Subjects can be liberated with a diplomatic play started by themselves or a third party. Aber es steht hier nicht dabei, was alles als Subject gilt. Es gibt nämlich drei, mindestens drei Abstufungen, von denen ich weiß. Nämlich, warte mal, suchen wir uns irgendeinen anderen Staat aus. Tripolitaner. Open Diplomacy. Und zwar, wir können eine Dominion machen, eine Puppet machen oder ein Protectorate machen. Da. Die alle drei Subjects, frage ich mich. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass Puppet und Dominion ein Subject ist, aber ist auch ein Protectorate ein Subject. So, schauen wir mal. Diplomatic Pact. Maintenance cost 12.5. Generates plus 1% progress each day towards increasing relations to a maximum of plus 50, resulting in a relation increase every 100 days if no other relations are at work. Will be part of a customs union led by Austria, creates a protectorate subject relation. Ah ja, okay, gut. Das klingt schon sehr stark nach Subject. An autonomous subject type able to start their own diplomatic plays. A country may ask or be asked to become a protectorate and an overlord without risk of war if the offer is declined. Okay, gut. Das ist also quasi eine Art diplomatische Art und Weise, um ein Subject zu werden. Dominion. Vielleicht sind das aber dann keine Subjects. Common Dominion. Demanding this, bla 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 bla. Recognized powers may turn a weaker country into their dominion. Dominion is a more autonomous subject type that are able to start their own diplomatic plays and are not forced to join their overlord's wars. They must pay 10% of their treasury income to their overlord each week. Okay. Okay. So, Puppets. Recognized powers may turn a weaker country into their puppet. A puppet is a subject type that cannot start their own diplomatic plays, yet are forced to join their overlord's wars and must also pay 20% of their treasury income into their overlord's lord each week. A puppet's rank cannot increase to match or exceed their overlord, and their overlord may target them with the annexation diplomatic play.
Okay, das ist definitiv das Stärkste. Außerdem bringt doch das meiste Geld. Warum sollte ich Dominion nehmen, wenn ich Puppet auch machen kann? Vor allem, das kostet 8,7 Infamy und das kostet auch 8,7 Interessanterweise sind da jetzt plötzlich mehrere Länder dran interessiert. Vielleicht daran, dass Ägypten größer ist als nur die Nile Region. Und vorhin habe ich quasi nur die Nile Region angegriffen, indem ich die zwei versucht habe zu erobern. Interessant. Na gut, ist mir egal. Das ist auf jeden Fall das nächste, was wir machen werden. Wisst ihr was? Außerdem, das da werden wir ab. Werden wir abbrennen. Das ist ja wunderbar. Wir werden sicher keine Punkte mehr in die Idioten von beider Sizilien stecken. Die können mich gern haben. Ich werde jetzt einfach in jedem Krieg mit dabei sein und werde sie jedes Mal wieder zusammenschlagen, wenn es sein muss. So. Ich hätte ganz gerne, dass diese Naval Base hier endlich voll wird. Könnten wir das bitte schaffen? So, schauen wir mal, was haben wir da noch? States in Turmoil. Boah, mittlerweile sind das schon relativ viele. Das gefällt mir nie. Papal Obligation Expiring. Oh. Absolve Obligation. Könnte man machen. Dass sie mehr mögen. Das klingt. Insufficient Taxation Capacity in Lomba 3. Okay, Lomba 3, du kriegst ein Government Building dazu. Wir wollen alle eure Taxes mit. Secession Movements possible. Echt jetzt? In Misery. Die Misery. Da unten. Nehme ich mal an. Political Strength 3,5%. Population 3 Millionen. Bist du irre? Ja, also dieses, diese. Oh, die Schweizer sind. Nichts. Gibt Schweizer bei uns im Land. Offensichtlich 1500 Leute. Ja, kann ich eh nicht machen, muss ich zugeben. Nach was ist das eigentlich sortiert jetzt? Ah, nach der Political Strength. Man kann das sein, muss noch machen. Uff. Okay, warte mal, was gibt's da noch? Can support more declared interests. Yay! Ja klar, weil wir haben jetzt in der Nile Region was erobert. Die ist jetzt sowieso automatisch interessant für uns. Dann machen wir da drüben vielleicht noch. Dann können wir mit denen nämlich gescheit Handel treiben. Und was machen wir noch?
dieses Gebiet hier, Äthiopien oder Arabien. Nein, das ist Koloniegebiet, das will ich eigentlich nicht. Aber da vielleicht, wenn wir den Suezkanal haben, könnte man Hedschas erobern zum Beispiel. Gehen wir in das Gebiet dazu, einfach das passt schon. Ist sicher nicht uninteressant. Spätestens wenn wir dann Öl entdecken, ist es dann wirklich. So, außerdem, wir werden die Creed ändern. Oh, das ist da weg. So, jetzt sind wir da oben wieder überall grün, bis auf beim Einkommen, aber das Einkommen so schlimm. Wir haben einen relativ großen Polster. Und der Suez wird hoffentlich auch bald fertig sein. Ah, Hohenzollern importiert jetzt Zucker bei uns. Ich meine, vielleicht könnten wir Hohenzollern auch jetzt einbeziehen in unsere Improve Relations. Aber wir haben zu wenig Punkte. Sehr ärgerlich. Nö, auch nicht. Walachei? Warte mal, das heißt, die Walachei ist nicht mehr. Sachsen 50, 70, 83 und 101 auf der anderen Seite. Baden 20, 40, 60, 61 und auf der anderen. Absolve Obligations. Dann machen wir das doch. Dass uns die mehr mögen. Bankrolling. Das die uns interessieren. Null interessieren. Na, na, na. Gibt es irgendjemanden, der das annehmen würde? Schaut irgendwie nicht so aus. Schaut definitiv nicht so aus. Ja, was ist das? Was mich interessiert ist, wir können doch da Relations und Add. Ah, das sind die Relations da. Plus 80, plus 80, plus 80.
50 plus 66, 58, 100 sogar, wow. 80, 70, 100, 80. Hannover 80, Dänemark 50. Die Osmanen können uns irgendwie nicht ausstehen. Kann sein, haben wir die zum Rivalen gemacht? Könnten wir eigentlich, um ehrlich zu sein. Oder auch nicht, wieso nicht? Rivalry. Ongoing diplomatic action. Generates plus 1% progress each day towards increasing relation to bla 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 bla. Plus 200. At least one of these rank must create a major power. Oh. Plus 1 sind nur eine minor power. Ja, das könnte auch ein Problem für uns werden, wenn Power zu einer minor power wird. Wir es schaffen, dass wir zu einer minor power werden. Malen hier. Was das? Das schaut gar nicht so aus. Eine unrecognized Major Power. Das sind sie. Unrecognized. Deshalb. Es gibt Kanada schon. Schauen wir uns mal die Welt an, wie es ausschaut. Canada. Was ist mit euch? Der Puppet von Großbritannien. Okay. Unified State of America. Oh, United. Sind die United Unified? Das ist sogar kooperativ. Gegenüber nett. Okay. Ja, okay. Soll sein. Also, bauen wir mal jetzt eine Weile. Schauen wir dann weiter. So, ich muss mal schauen. Die Barracks in Österreich. Ob die auf dem besten Weg sind. Und First Aid. Wie gesagt, irgendwann mal habe ich das zumindest gesagt. Da haben wir gar keine Barracks. Ah, Böhmen gehört auch dazu. So, schauen wir mal, wie das so ein Markt ausschaut. Luxury Goods. Opium ist nicht mehr zu teuer. Yes. Aber dafür Tee. War noch ein bisschen zu teuer, obwohl wir jetzt urviel Tabak selber herstellen. Oder schon herstellen. So, Waffen. Wir brauchen Arms Manufactories und weniger Knarren. Und weniger Kanonen, also weniger Kanonen nicht, brauchen wir auch mehr, aber Waffen sind wichtiger. Make weapon, not love. Nur da zwei rein. Einer der Gründe sein, wenn die Waffen so teuer sind,
dass dadurch auch mehr Kosten entstehen insgesamt, weil wir ja unsere Truppen ausrüsten müssen mit dem Zeug. An einem Mal, wo ich alleine gespielt habe, war es so, dass ich halt sehr liberal gespielt habe, was dazu geführt hat, dass ich dann keine Radikalen mehr hatte. Und ich habe überall im ganzen Land industrialisiert, nicht nur an einigen zentralen Orten. Das hat ziemlich gut funktioniert. Ich meine, ich bin mir nicht 100%. Unser BIP steigt weiter, sehr schön. Literacy steigt auch, was ich auch gut finde. Und unser Standard of Living ist gar nicht einmal so schlecht. Meiner Meinung nach mit 12,8, vor allem wenn man denkt, in den armen Gebieten ist er ja niedriger. Sind über 10 Millionen Einwohner, yay! Boah. Sind weniger radikal jetzt geworden, interessant. Und was ist mit euch? Ja, Loyalisten, hopp, hopp. Ihr könnt ruhig ein bisschen mehr werden noch. So, Military Goods, ja, das wissen wir. Marketing, das ist noch nicht in Lower Egypt, aber fast. Wenn wir den dritten Hafen haben, dann passt das. Ah ja. Und eine stärkere Naval School. Schöne Call. Schauen wir mal, Society. Gibt es einige interessante Sachen, die wir machen können. Egalitarianism oder Identification Documents zum Beispiel. Bessere Text Capacity. Bessere Home Affairs. Das ist gutes Bau. Finde ich gut. So. Hier tut ja jetzt. Solange außenpolitisch alles ruhig bleibt, wir werden auf jeden Fall außenpolitisch jetzt nichts machen. Wir wollen uns mal außenpolitisch so sehr erholen, dass wir keine Infamy mehr haben. Das sollte dann auch dazu führen, dass wir mehr Influence haben. Breech Loading Artillery. Das heißt, wir können unsere Artillerie verstärken. Tja, machen wir das wieder in Österreich als erstes. Ah, da haben wir keine Artillerie, stimmt. Okay. Shrapnel-Artillerie. Das braucht mehr Munition. Ja, geht sich aus. Das wird schon gehen.
So, was heißt das? Munition teurer, aber noch immer okay. So. Du hier. Kriegst du deine Garnisonen auch diese? Und in Wirklichkeit sollten wir die bald überall eingeführt haben. Und wir machen zuerst Munitionsfabriken noch. Das sind die Munition Plants. Okay, und wieder 90% christlich-soziale und 10% constitutional. Das bedeutet, wir lassen die Regierung, wie sie ist. Okay. So, los, gibt es neue Möglichkeiten für los? Nein. Sind nur Rückschritte. Das weiß ich gut. Es würden ziemlich viele Leute mögen, die Dedicated Police Force. Also die Aristokraten, die kennen mich sowieso so an. So, okay, gut, meine Lieben. Ich glaube, es wird zwar eine kürzere Folge als die letzten, aber eh besser, weil es sollte eh nur eine halbe Stunde sein. Schauen wir mal. Mit dem Brot sollten wir jetzt dann voll funktionstüchtig sein. Oh, auch unsere Fixation Capacity sind. Government Administration, machen wir auch zwei noch dazu. Sicherheitshalber. Und für den Suezkanal, für den Survey, das dauert einfach noch zu lange. Das schaffen wir nicht mehr in dieser Folge. Ich wünsche euch einen Abend. Ich spiele mich alleine weiter. Für einen Konflikt. Oh, wir lassen uns einfach so laufen. Bis die Liste wieder durch ist. Kreuz hat einige abgekriegt, aber. Das ist interessant. Wir haben zwar gegen Oldenburg zurückgesteckt, aber wir haben Mecklenburg dabei verloren. Aber Oldenburg selbst hat sich offensichtlich ihnen angeschlossen. Wie kann das sein? Verstehe ich nicht. So, alles damit sie ja klein bleiben. Warum passieren solche Mistsachen? Was ist mit dir?
Straßentunnel, hm? Protectorate. Dann machen wir noch weiter. Das kommt nicht 150. Das würden sie rein theoretisch machen. Wenn ich also irgendwo noch Influence auftreiben könnte. Baking Powder. Yay. If knows no border, das kennen wir schon. Was könnte die Katholiken glücklich machen? Oder die Intellektuellen? Ich habe minus 1, da haben wir. 1. So, wir haben Baking Powder, das heißt, unsere Food Industry können wir stärker machen. Mehr Grain und mehr Zucker und dafür mehr Groceries. Nachdem wir jetzt den Zucker im eigenen Land produzieren, muss man gleich alles ändern. Na, ist der Zucker schon recht teuer. Aber noch nicht zu teuer. Das heißt, was wir machen, ist, wir produzieren mehr Zucker. Nochmal Opium. Halber. Wirklichkeit. Sollten wir schauen, was haben wir da alles. Mehr Schwefel. Mehr Kaffee. Kaffee. Vielleicht können wir den Teil von Hedgehog erobern und der Rest wird zur Puppet. Wenn wir wieder auf Rapture Table sind. Was ist das? Jabal Shammah. Ja, aber denen können wir nicht mal helfen, wenn wir wollten. Wurscht. Interessiert uns nicht, was dort passiert. Wer sich da durchsetzt, ist uns egal. Wie schon gesagt, wenn wir den Suezkanal haben, schauen wir mal, ob wir Headshots erobern können. Und schon wieder was.
Sie wollen Lupe erobern? Echt jetzt? Geht's euch noch gut? Ihr wisst, dagegen sein werden. Ein bisschen so wie bei den Preußen. Wir werden euch so lange eine auf den Deckel hauen, bis ihr die Modigsten der Modigen seid. Wir sind nämlich eigentlich die Guten. Und zwar definitiv. Hey, wir sind schon auf 22 Schiffen. Sehr gut, sehr gut. Look over to ours an obligation. Yep. Except. So mag ich das. Die mobilisieren wir. Wo sind die restlichen von denen? Ich finde das immer wieder super, wenn die Dings... Wo sind die hin? Irgendwo müssen die ja sein. Wo ist der Rest von denen? Ah, ist der vielleicht gestorben? Kann das sein? Military. Recruit General. Nein, ist er nicht. Gibt zwei Danubian Generals. Aber wo ist der zweite hin? Da ist er nicht. Da ist er. Dich mobilisieren wir auch. Zwei Truppen mobilisieren, genau. Kommt von Sizilien. All Geld. Was? Spinnt hier Frankreich? Wieso unterstützt ihr die Wappler? Außerdem Tunesien und Algerien auf der Seite von Luca. Okay. Du kümmerst dich bitte. Ja. Ich mag mich jetzt die Franzosen erobern. Außerdem, oder? Noch einmal mobilisieren da. Noch einmal mobilisieren da. Wenn die Franzosen dabei sind. Das gefällt mir nicht. Friede, Freude, Eierkuchen mit Frankreich führen. Ah, sehr gut.
to Sicily. Perfekt. Nimm das bei der Sizilien. Wir haben zu wenig Waffen. Können wir die bitte im eigenen Land behalten? Die Artillerie und die Munition auch, ja. Und die Schiffe auch. In Wirklichkeit. Armsindustrie wird eh gerade gebaut, perfekt. Ich brauche sogar noch ein Drittel. Das haben wir bald. Hoffentlich, schauen wir mal. Machen wir folgendes, wir werden das subsidized, kostet einfach Geld. So eine Art Academy ist schon was Schönes. Ja, warte mal, Realist Art müssen wir mal. Mehr Kunst. Und Independent Artists können wir machen. Oder Bourgeois Patronage. Oh ja, das ist gut. Was? Ja, Baden. Baden ist mit sich selbst beschäftigt. Was sind das? Realize conservative agenda, defend the border. Okay. Und die anderen? Wo steht bei denen? Okay, bei denen steht nicht dabei, was sie wollen. Ah, doch, jetzt. Agricultural, conservative agenda, maintain balance of power. Tatsächlich ist mir die sogar lieber. Die Radikalen. Alle anderen sind auf Badenseite, aber der andere kann da nicht helfen. Okay, wir haben Patronize Realist. Oh, finde ich gut. Das ist ein Event. The Academy of Austria has become a major center of realist movement, producing some of the finest works of our generation. Finally, art we can all relate to. 15% Arts Academy building foot. Nein. Can we capture reality even more perfectly? The world is grim and mundane.
Austria gets grim realism for 5 years plus 15% political assistance of capitalists. Nein. Wir nehmen die Forschung natürlich, wie immer. Oder nicht wie immer, aber wie häufig. Nee, wir können schon wieder deklären. Wir haben eine Zusätzliche bekommen. Eine achte. Äthiopien. Mit dem Suezkanal werden diese beiden Gebiete sehr gut auf. Wäre natürlich auch interessant, aber noch kommen wir dort ja nicht. Improve Relations. Machen wir mehr? Mehr. Die wollen wir nicht. Norwegen könnten wir. Oh, Norwegen ist unabhängig mittlerweile wieder. Kanada könnten wir. Ägypten könnten wir, wobei denen führen wir uns einfach nur einen Krieg und ausmaß. Der nächste Krieg ist sowieso viel, viel einfacher, weil wir unsere Truppen nicht rüberschippern müssen, sondern wir haben die Basis schon dort. Griechenland verbessern. Machen wir Griechenland. Wir hätten schon sollen, ob wir jemanden in unsere Klasse reinbringen. Marktmäßig ist... Ah, Sachsen hat einen Markt mit Sachsen-Weimar gebildet gemeinsam. Schau was an. Ja, der niederländische Markt ist natürlich auch recht stark. Warte mal. Ist Dänemark ein russischer Markt? Schau was an. Wie das? Wie das, Russland? Ah, Piemont gehört zum toskanischen Markt. Schau was an. Ja, können wir auch nichts machen. Okay. Meine Lieben, wir werden Schluss machen für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann.